Kapitel 1000 von One Piece. Ein Meilenstein, den wenige Mangaka in ihrem Leben überhaupt erreichen. Dazu noch mit einem Werk wie One Piece, was konstant über die Jahre gleichbleibend gut ist und sogar meines Erachtens über die Jahre qualitativ ansteigt. Laut Odas Aussage soll Kapitel 1000 noch 2020 kommen, was immer noch möglich ist. Aber was passiert in den 1000. Kapitel, Leute? Das kann ich euch sagen. Denn es gab letztes Jahr einen dicken Hinweis, den nicht viele mehr im Gedächtnis haben, der uns eigentlich schon jetzt am Ende des Jahres zu 100% zeigt, was in Kapitel 1000 eigentlich vorkommt. Wenn ihr wissen wollt, was, bleibt dran. Nach dem Intro sage ich es euch. Ich wünsche euch viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also, bevor ich jetzt loslege, will ich erstmal sagen, auf was ich hinaus will. Ich will erstmal in diesem Video anhand von Odas Aussage sagen, was in Chapter 1000 drankommt. Denn er hat es uns eigentlich als Zuschauer, als Leser, als Manga-Leser schon letztes Jahr erzählt. Außerdem will ich mir noch die anderen Meilensteine von One Piece mal angucken. Was war in Chapter 100, in Chapter 500 und vielleicht so die letzten 100er Schritte, was da für Meilensteine waren. Um euch auch zu belegen, dass wirklich eine Chapter-Zahl für Oda wichtig ist, dass er da wirklich auch krankes Geschehen dann plant. So, weil eigentlich sollte man ja nicht irgendwie das Geschehen, den Inhalt des Mangas, der reinen Chapterzahl anpassen. Das würde ja eigentlich theoretisch den ganzen Lesefluss auseinanderbringen, wenn auf einmal was völlig Unerwartetes passiert, nur weil jetzt ein Chapter 1000 um die Ecke steht. Dieses Mal ist es aber nicht so und ich werde euch sagen, was ich vermute, was Chapter 1000 drankommt. Viele werden sich auch gleich erinnern, denn letztes Jahr, 2019, auf der Jump Festa, das Festival, wo letztendlich alles, was um die Jump Festa, was ja die Zeitschrift ist, wo One Piece jede Woche erscheint, alles, was relevant ist, was ansteht die nächsten Jahre und so, werden dort präsentiert. Es ist wie so eine Messe, so eine E3 für Manga und Anime, die in der Jump Festa laufen. Dort hatte Oda eine Nachricht für uns hinterlassen, die ich jetzt auch kurz einblende, wo er gesagt hat, schon letztes Jahr, im Dezember, dass Wano Kuni jetzt das Highlight erreicht, den Kern des Arcs sozusagen. Er kann es kaum erwarten. Außerdem meinte er noch, auf der anderen Seite aber, sozusagen auf der anderen Seite der Welt, wird Sabo, Vivi und Hancock, ... Also er hat es nicht ausgeschrieben, was da passiert und hat uns dann im Regen stehen lassen mit der Aussage. Also, Sabo, Vivi und Hancock, irgendwas wird mit denen sein. Was genau, kann ich euch gleich sagen, aber das wird zu 100% meines Erachtens, so wie es auch realistisch wäre, in Chapter 1000 gezeigt. Wir haben ja Akt 3 letztendlich von Wano Kuni gerade. Für alle, die nicht wissen, wie Wano Kuni aufgeteilt ist. Wano Kuni ist in mehrere Akte aufgeteilt, weil das Ganze auch an ein Kabuki-Theater, einen traditionellen alten japanischen Theater, angelehnt ist, was auch in mehrere Akte aufgeteilt ist. So ist es bei Wano Kuni ja auch immer, dass der Vorhang zugeht, Akt 2 endet, Akt 1 endet. Es war immer so, dass wir dann einen Schwenker kriegen, der Vorhang geht zu, wir sehen irgendwas in der Welt, sei es zum einen Blackbeard und Moria. In der anderen Situation, wo ein Schwenker war, haben wir alles über die Rocks erfahren, haben die Marine gesehen, haben die Kopfgelder von Roger, Whitebeard, Kaido und alles bekommen. Das waren schon immer die krassesten Kapitel, dann, wenn der Akt endet und es von Wano Kuni aus rausgeht in die Welt und gezeigt wird, was passiert denn gerade. Zuletzt war der Vorhang geschlossen, wo wir gesehen haben, dass jetzt die sieben Samurai der Meere umzingelt sind von der Marine. Neue Erfindung von Vegapunk, das wurde im letzten Schwenker in die Welt letztendlich gezeigt. Und mit der Nachricht letztes Jahr, wo er gesagt hat, dass Sabo, Vivi und Hancock, dass was mit denen passieren wird, wo ich mir auch schon fast sicher bin, was mit denen passiert wird, das werde ich euch gleich sagen. Diese Nachricht kam von ihm letztes Jahr und danach haben wir nicht einen Schwenker mehr gesehen. Wir hatten nicht mehr einmal die Situation überhaupt, dass wir die Welt gesehen haben. Deswegen, wenn Akt 3 jetzt endet und wir sind immer noch in Akt 3, obwohl es, wenn es nach diesem Theater wirklich geht und es ist wirklich daran angelehnt, hat es noch zwei weitere Akts. Also müssten wir noch zwei Rundumblicke kriegen, was in der Welt passiert. Einmal jetzt nach Akt 3 und nach Akt 4. Vielleicht sogar nochmal nach Akt 5, wenn es beendet ist. Und diese verschiedenen Akte sind halt auch unterteilt, sodass jetzt Akt 3 eigentlich mit einem Drama endet. Also mit einer Tragödie enden soll, wo ich einfach nur gespannt bin. Und ich glaube wirklich, dass der dritte Akt endet dort gerade, wenn Ruffy vielleicht wirklich kampfbereit vor Kaido steht, die Gegebenheiten geschaffen sind, jeder hat seinen Gegner, Zoro hat vielleicht King, Sanji hat vielleicht Queen, jeder hat seinen Gegner vor sich und dann kommt Chapter 1000, der Vorhang schließt sich, wir kriegen einen Rundumblick, sehen, was mit Sabo, Vivi, Hancock passiert, was mit denen passiert ist allgemein, denn es stand ja irgendwas in der Zeitung mit Sabo und ich glaube, das wird in Chapter 1000 aufgelöst, dass Sabo vielleicht zur Hinrichtung freigegeben wird von der Marine und dass das die Nachricht ist. Chapter 1000, Sabos Hinrichtung, Vivis Hinrichtung und vielleicht die sieben Samurai der Meere auch. Eine Massenhinrichtung. Irgendwie sowas kann ich mir vorstellen, dass die Weltregierung ein Zeichen setzen will. Vivi war ja auch diejenige, die von Im-Sama zum Beispiel in der Hand gehalten wurde, als das Licht, was jetzt ausgelöscht werden soll, die Neferetari, wo ja auch Garp schon gesagt hat, dass es dort sowieso einen Vorfall gab. Und ich glaube wirklich, Cobra wurde dort schon umgebracht. Vivi konnte entkommen vielleicht, wurde aber vielleicht auch gefangen genommen. Sabo, Hancock, das sind alles Sachen, um letztendlich auch Ruffy, Dragon mit der Revolutionsarmee hervorzulocken. Das ist ein kluger Schachzug von der Welt
Verteidigung der Marine, wenn sie diese Person jetzt gefangen genommen haben und sogar hinrichten wollen. Das könnte wirklich dann Chapter 1000 sein, was denn wirklich der Auslöser für den großen Krieg ist. Die Kriegserklärung an alle anderen. Die Weltregierung wird damit einfach den Krieg erklären, allen anderen Fraktionen. Sei es allen anderen Piraten, wenn sie noch andere Samurais der Meere haben. Was ich eigentlich nicht glaube, dass sie Mihawk gefangen genommen haben, aber sie müssen sich theoretisch sicher sein, dass sie Mihawk haben sie umstellt mit der neuen Erfindung von Vegapunk und die müssen sich theoretisch sicher sein, dass sie damit auch Mihawk zur Strecke kriegen. Vielleicht haben sie sogar einen Mihawk. Dann könnten sie sogar einen Shanks rauslocken, weil Mihawk und Shanks sind alte Kameraden, die respektieren sich, die haben zusammen gefeiert, auch gekämpft und sollte irgendwie ein Mihawk zur Hinrichtung frei sein, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Shanks auf jeden Fall was dagegen sagt. Was sowieso noch die Frage ist, was ist mit Shanks? Der hat ja auch mit den Gorosei noch geredet über einen bestimmten Piraten. Ob das jetzt Blackbeard, Zebek oder Ruffy war, weiß keiner. Ich glaube, Chapter 1000, und das macht für mich Sinn, ist kein Chapter, was speziell jetzt auf Wano Kuni stattfindet. Ich glaube, das wird wirklich das sein, was Oda uns letztes Jahr im Dezember schon gesagt hat. Was mit Sabo, Vivi und Hancock, die Enthüllung, was mit diesen ganzen Personen ist, das, was jetzt auch schon im Wano Kuni aufgebaut wurde, über 2 Jahre immer wieder in den Schwenkern, dass eine neue Erfindung von Vegapunk da ist. Blackbeard, Sabo, diese ganzen parallelen Storystränge, die aufgebaut wurden neben Wano, immer wieder ganz kurz, es waren ja einzelne Chapter nur, die werden da enthüllt, gelöst. Ich kann mir vorstellen, dass Chapter 1000 wirklich das alles zeigt und das wird dann einfach nur richtig krass, Leute. Also natürlich, Chapter 1000, jeder hat sich da gewünscht, da kommt ein Shanks, der auf Ruffy trifft und ich bin ganz ehrlich, Leute, dass Shanks auf Ruffy trifft, ist eine Option. Ich kann es mir vorstellen, dass er vielleicht dort auf Wano den Krieg beendet und sagt, dass der wahre Feind eigentlich die Weltregierung ist oder so, aber es wäre keine gute Lösung jetzt da, wenn der Ark jetzt offen da zurückgelassen wird und es keinen Kampf gibt und so. Das wäre keine gute Lösung. Ich habe es ja öfter gelesen, dass Leute sich das wünschen. Für mich ist das auch wirklich eine realistische Lösung, denn Oda weiß, dieses Kabuki-Theater und Wano hat halt diese Akte. Da hat er sich schon immer das erlaubt und jetzt spart er sich so mäßig für Chapter 1000 diesen Akt 3 Ende, das spart er sich noch auf, weil sowas kann man auch, glaube ich, gut einbauen in die Story, ohne jetzt die Story groß umzuschreiben. Er weiß schon, was in Chapter 1000 kommt. Er weiß schon, was er zeigen wird mit Sabo, Vivi, Hancock. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass wir in Chapter 1000 auch Charaktere sehen wie Blackbeard, weil der hat sich auf die Reise gemacht. Bevor die Marine sich etwas schnappt, wollte er sich irgendetwas holen, nachdem er die Zeitung gelesen hat mit Sabo. Was das ist, weiß keiner. Vielleicht sehen wir das, was er sich geholt hat. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch Shanks sehen. Vielleicht mal wieder so ganz alleine an der Küste oder auf dem Weg zu Ruffy, dass wir ihn sehen, dass er sich auf den Weg begibt oder so. Irgendwie sowas wird hundertprozentig passieren, bin ich mir sicher. Und halt das große Geheimnis mit der Erfindung von Vegapunk. Was ist mit Sabo passiert, den anderen Kommandanten der Revolutionsarmee? Und um das alles nochmal zu untermauern, dass Leute sagen immer, Chapter 1000 wird einfach nur ein ganz normales Kapitel. Ich zeige euch jetzt mal, was in Chapter 100 zum Beispiel passiert ist. Denn Chapter 100 war zur damaligen Zeit auch schon ein Meilenstein. 100 Kapitel von einem Werk zu machen, war schon krass. Und da hat Oda sich entschieden, das allererste Mal Dragon zu zeigen auf Logtown, wie er Ruffy vor Smoker gerettet hat. In Chapter 500 hat er das allererste Mal Rayleigh gezeigt, die rechte Hand vom Piratenkönig und der zukünftige Mentor und Trainer von Ruffy. Den hat er das allererste Mal dort gezeigt, was einfach nur geisteskrank ist. In Kapitel 700 zum Beispiel haben wir auch die Feuerfrucht gesehen, wie Doflamingo sie hatte und wir haben das Marinehauptquartier mal wieder gesehen nach dem Timeskip, was auch so eine Art ein Schwenker-Chapter war damals schon. Und wieder ein 100er Chapter später, in Chapter 800, hat Ruffy seine 5600 Mann-Allianz bekommen. Da haben sie sich ihn angeschlossen. Was auch ein krasses Kapitel war, wo man auch sagen kann, schon wieder, dass es kein Zufall ist. Zwar ist so gut wie jedes Kapitel von One Piece immer irgendwie geil und ein Banger, aber ihr merkt schon, dass die 100er Kapitel immer wirklich besonders sind. Und deswegen ist es meiner Meinung nach außer Frage, dass Kapitel 1000 nichts Besonderes wird. Das wird so krass, Leute. Und es wird wirklich dieses sein, dass wir einen Rundumblick kriegen. Sabo, Vivi, Hancock, allgemein den 7 Samurai der Meere. Wir werden wissen, was mit denen passiert ist. Vielleicht sehen wir sogar und kriegen enthüllt die neue Erfindung von Vegapunk. Blackbeard, Shanks, vielleicht auch weitere Schauplätze, dass wir weitere Charaktere sehen. Sowas kann ich mir vorstellen. Das ist für mich einfach am realistischsten. Auf der anderen Seite natürlich könnte man auch sagen, Chapter 1000 wird einfach nur One Piece technisch in dem Arc was passieren. Also sprich auf Wano Kuni, auf Onigashima gerade im finalen Kampf gegen Kaido. Was ja nicht mehr viele Kapitel sind, Leute. Wir sind jetzt schon beim 992. Kapitel diese Woche, was diese Woche kommt mit den Spoilern, wo ich mich auch schon geisteskrank drauf freue. Und dann haben wir nur noch 7 Kapitel. Also es ist ja eigentlich schon abzusehen, was dann passiert. Ich hätte vor einem halben Jahr noch nicht sagen können, was in Chapter 1000 passiert. Und deswegen habe ich immer lange noch gewartet mit dem Kapitel 1000 Video. Jetzt sind sie aber gerade da und es kann nicht in diesen 8 Kapiteln jetzt noch der Kampf mit Kaido und den Katastrophen dort und Big Mom und so, das kann jetzt nicht über die Bühne gehen in den paar Kapiteln. Deswegen muss es was sein in dem Arc oder halt ein Schwenker, was meiner Meinung nach viel mehr passt, weil Oda uns das letztes Jahr schon angeteased hat und danach eigentlich nichts mehr kam mit Sabo, Vivi und Hancock. Deswegen ist das für mich schon der eindeutige Hinweis, dass wir Chapter 1000 so etwas haben. So, jetzt seid ihr gefragt, schreibt eure Predictions rein, versucht realistisch zu denken. Ich bin auch einer, der gerne über den Tellerrand guckt und mal sagt, hier, Enel kommt. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin auch einer, der sagt eher, dass ich in alle Richtungen denke, auch unrealistische Sachen mit einbeziehe.
Galaxy. Aber trotzdem, realistisch ist eigentlich das, was in dem Arc passiert. Entweder Ruffy hat einen Highlight-Moment gegen Kaido in dem Kampf, irgendwie die Oberhand oder eine neue Transformation oder so, was ich aber jetzt auch noch nicht sehe innerhalb von 8 Kapiteln. Oder halt noch realistischer mit Odas Aussage untermauert, halt ein Rundumblick in der Welt. Das macht für mich viel mehr Sinn. Ich bin erstmal raus, Leute. Bleibt up to date, die Spoiler kommen diese Woche. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.